dann. Die zwei Level mit den Plus nerven mich. Na gut. Dann Brownie. Der Boss. Bendiskel. Wie so eine Fledermaus. Na, Fedos ist nicht weit. Ah! Super Meatball ist da. Dann kann ich jetzt anfangen, ne? Fertig mit Zeitung lesen. Einmal bitte schön ziehen, ne? Sind wir hier auf dem Klo oder was? Nein, nein! Brownie! Brownie und ein Klogeräusch! Nein! Fedos, du wirst doch nicht etwa! Oh oh. Oh oh. Er schaut mich schon ganz böse an. Das wäre mir jetzt peinlich. Ah, ja, für uns ist natürlich Salz gefährlich. Für ihn nicht. Er hat ja einen Anzug. Bendiskel! Muss ich jetzt quasi schneller sein als Brownie? Ah, fast. Ich muss auch gegen das Salz laufen. Habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Aber man kann nicht sagen, dass sie nicht kreative Bosskämpfe haben. Wofür man das als Bosskampf bezeichnen kann, sondern eher als Weglaufen. Weil Brownie sieht ja nicht wirklich begeistert aus über das, was Fedos da gemacht hat. Nämlich so ein bisschen an die Captain Future Musik. Jetzt laufen wir mal Brownie hinterher. Schauen wir mal, wie er so läuft. Ich bin zu blöd, um Brownie zu folgen. Na komm mal, wäre richtig. Weit konnte er eigentlich nicht mehr sein. Oh, das geht ja relativ schnell. Jetzt wird böse. War das alles? Hallo Brownie. Dich, wahrscheinlich retten wir ihn jetzt und kriegen ihn als Spielfigur. Kann sich mit Furz-Energie fortbewegen oder so. Kann ich nach oben fort.
Hey! Fetus, das ist nicht fair! Mit Backsteinen werfen. Das war schon zwei Beulen. Drei. Fetus! Nein, wir lassen dich nicht fallen! Okay, er fällt. Fetus! Du hast meinen Kackbruder getötet! Jetzt wegen Donut, du! So, Fetus, dann wollen wir mal sehen. Ja, er hat eine Fernbedienung. Und? Und wir lassen uns mit der Fernbedienung runterschlagen. Muss ich nicht so sagen, oder? Gut, damit hätten wir auch Brownie oder eigentlich eher Fetus besiegt und die Sword Factory. Was käme denn jetzt als nächstes? Die Hölle. Gut, das spielen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut.